Dies stammt also etwa aus Draculas Zeiten. Wegen der Renovierung werden die Steine unter einer nahegelegenen Hütte gelagert. Es wird schwierig werden, sie herauszubekommen. Ich möchte ihn da unten herausholen. Okay, gut so. Im letzten Jahrhundert konnte man es noch entziffern. Man kann die Inschrift sehen. Okay, bringt ihn hierher. Hier ist eine Inschrift in kyrillischer Schrift und in slawischer Sprache. Am Anfang ist ein Kreuz und dann steht da: Hier liegt Dragic Florescu, Diener Gottes. Er lebte Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts, zur selben Zeit wie Dracula also. Dragic war einer der höchsten Beamten am Fürstenhof. Dragic war der Sohn von Vintila Florescu, Draculas erbittertem Feind. Dies ist der älteste bisher entdeckte Grabstein eines Florescu. Dort ist das Kloster, die drei Türme. Wie alt ist es? Älter als Dracula. Als Dracula getötet wird, wird sein Kopf angeblich nach Konstantinopel gebracht, sein Körper aber im Inselkloster Snagov begraben. Zu Lebzeiten hatte er es in eine Festung verwandelt und dort manchen seiner Rivalen eingekerkert und ermordet. Die Legende besagt, dass er auf dem Grund des Sees einen Schatz versteckt haben soll. Nach der Überlieferung liegt Dracula im Kloster begraben, doch niemand weiß wo. George Florescu ist entschlossen, das Grab zu entdecken, es zu öffnen und Draculas Überreste zu finden. Im Sommer 1931 beginnt er seine Suche in Snagov. Dies war einer der wichtigsten Momente in Onkel Georges Leben. Er hatte lange darauf gewartet, dieses Grab zu entdecken, das Sie vor uns sehen. Nach der Überlieferung sollte Dracula hier ruhen. Doch als das Grab geöffnet wurde, fand sich zu seiner Überraschung kein Sarg, sondern nur die Knochen von Ochsen und anderen Tieren. George durchsucht den Rest der Kirche und findet ein ähnliches Grab an einem seltsamen Ort, direkt im Eingang. Wir vermuten Folgendes. Als das Kloster in die Hände griechischer Mönche geriet, die Dracula verabscheuten und nicht wollten, dass er so nah bei Gott ruhte, sagte der Abt, er soll hier liegen, wo die Leute über seine unwürdigen Überreste trampeln. Mit der Hilfe eines Kollegen schafft George es, die schwere steinerne Grabplatte anzuheben. Doch er hat nur einen kurzen Moment Zeit, ins Innere zu blicken, bevor Luft und Sonnenlicht hereinströmen und den Inhalt zerstören. George sagte mir, dass er beim Öffnen des Sarges noch den intakten Körper im Licht des Spätsommertages sehen konnte, der dann vor seinen Augen zerfiel. Er war in Purpur gekleidet und mit zahlreichen Juwelen geschmückt. In diesen wenigen Sekunden sieht George außerdem, dass das Gesicht des Leichnams von einem Tuch verhüllt ist. Matej Kasako befragt ihn später dazu. Ich fragte, hatte die Leiche einen Kopf?
Und er sagte, ich glaube, dass unter dem Tuch ein Kopf war. Ich sagte, nun, historisch heißt es, Dracula wäre enthauptet und sein Kopf nach Istanbul geschickt worden. George war verwirrt, denn die Leiche war nicht Dracula, wenn sie einen Kopf hatte. Doch Jahre später fand ich heraus, dass die Türken die Köpfe häuteten. Sie hatten eine brillante Technik, mit der sie die gesamte Haut samt Haaren und Gesicht abzogen, um sie dann mit Kräutern zu konservieren. Dracula könnte also mit einem hautlosen Schädel begraben worden sein. Dies würde auch das Tuch erklären, denn ein Gesicht ohne Haut muss grauenhaft aussehen. Kurz nach Draculas Beerdigung zerstört ein furchtbarer Sturm die angrenzende Kapelle, die daraufhin in den See stürzt. Die Einheimischen behaupten, man könne ihre Glocken noch immer unter den Wellen läuten hören. Doch die großen Eichentüren der Kapelle von Snagov treiben auf dem Wasser zu einem nahen Dorf, wo sie als Vermächtnis aus den Zeiten Draculas bis heute überdauert haben. George Florescu erfüllt seinen Traum und sieht den Leichnam Draculas. Doch dies treibt ihn nur zu weiteren Nachforschungen. Vor allem möchte er die vergessene Bergfestung des Pfählers finden und besuchen. Seine Suche führt ihn zu Draculas Burg und zu schrecklichen Ereignissen, die manche für Draculas Fluch halten. Alles, was von Draculas Burg übrig ist, sind diese verfallenen Mauern unterhalb eines Berggipfels. Doch als George Florescu sie 1969 mit Radu, seinem Sohn John und einigen Freunden entdeckt, sieht er sie als Krönung seines Lebenswerks. Er entschloss sich, die Burg anzusehen. Er mochte diese Detektivarbeit. Zu dieser Zeit war Draculas Burg kaum bekannt. Sie war eine verlassene alte Ruine, über die kaum jemand etwas wusste. Wir kletterten einen steilen Pfad hinauf, der zu ihr führte. Die Florescus werden von dem rumänischen Dracula-Forscher Matei Casacu begleitet. Ich sagte zum Scherz, als Vlad diese Burg erbaut hat, legte er einen Fluch auf seine Feinde, sie nie zu erklimmen und sie nie lebendig zu erreichen. Du als Nachkomme dieser edlen Familie stehst vielleicht auch unter dem Fluch. Und er bekam große Angst, denn er war ein sehr religiöser Mann, dieser George Florescu. Die jüngeren Familienmitglieder klettern voraus. Dann, in Sichtweite der Burg, stolpert George und stürzt den Hang hinab. Er wird zu einem örtlichen Krankenhaus hinuntergebracht, stirbt jedoch einige Monate später. Wir sagten alle, das muss Draculas Fluch sein. Es passierte noch mehr. Wir alle hatten Unfälle, Momente des Schmerzes und der Angst. Radu ist zutiefst erschüttert. Er ist überzeugt, dass die Burg ein Geheimnis birgt. Einige Monate später, im Winter 1969, kehrt er mit dem jungen Filmemacher Myron Yorra zurück, um Nachforschungen anzustellen. Es war sehr, sehr kalt. In dem russischen Auto des Kamerateams gab es keine Heizung. Wir hatten stattdessen Pelze auf der Rückbank. Mein Eindruck damals war, dass wir uns in der Gegenwart einer großen Macht befanden. Nicht unbedingt gut oder böse, aber es war ein außergewöhnlicher Ort. Unten im Dorf sangen die Vögel und es gab viele Geräusche. Doch hier in der Umgebung der Burg war es, wie jetzt auch,
Vollkommen still. Kein Vogelgezwitscher, kein Hundegebell, nichts. Während der Dreharbeiten bricht Myron mit Magenkrämpfen zusammen. Er wird in ein Krankenhaus gebracht und dann nach Hause nach Boston geflogen, wo innere Blutungen festgestellt werden. Ich wurde in ein Krankenhaus gebracht und hatte innere Blutungen, die irgendwann zurückgingen. Aber es gab keine klare Diagnose. Nach seiner Entlassung bringt er seinen Film zur Entwicklung. Doch wenig später ruft das Labor an und sagt, der Film sei beschädigt. Ein Teil der Aufnahmen war in Ordnung. Doch der Rest, vor allem die Aufnahmen von der Burg, waren trüb und milchig. Etwas hatte den Film beschädigt und wir fanden nie wirklich heraus, was es war. Nun ist Radu zu Draculas Burg zurückgekehrt, doch er hat nicht vor, die Festung noch einmal zu erklimmen. Zu dieser Burg hinaufzusteigen, war meine furchteinflößendste Erfahrung. Es ist ein unheimlicher Ort. Ich bekam plötzlich Kopfschmerzen. Ich stecke keinen Knoblauch oder Kreuz in meine Tasche, aber ich habe einen Widerwillen, dorthin zu gehen. Ich kann es nicht rational erklären. ...1972 überzeugen John Florescu, der Tod seines Großonkels George und die Missgeschicke seines Vaters, dass in der Burg unheimliche Mächte wirken. Mit seinem Schulfreund Steve Keefe will er eine Nacht in der Ruine verbringen. Heute, 30 Jahre später, treffen sich die beiden erneut auf den Spuren der alten Erinnerungen. Etwa hier hat mein Vater nach uns gerufen, weil Onkel George hier hinuntergestürzt war. Er rief nach mir und ich kam zurück. Onkel George hat es nie geschafft, obwohl er schon 4/5 des Weges hinter sich hatte. Wir wählten den 14. Juli 1972, weil wir den Vollmond wollten, um besser sehen zu können. Wir installierten Lampen in der Burg. Wir schliefen in dem Turm dort drüben und blickten auf die Ebene. Kurz nach Mitternacht sahen wir einen Lichtschein, der sich wie an einer Schnur gezogen bewegte. Ich sagte, Steve, da ist etwas. Zuerst dachten wir, es wären Einheimische mit einer Laterne, die nach uns sehen wollten. Doch als es näher kam, bemerkten wir, dass es rötlich war und bekamen Angst. Ich rief auf Rumänisch, wer ist da? Was bist du? Doch als der Schein die Lichtung erreichte, verlosch er. Wir waren mit der Erwartung gekommen, dass etwas passieren könnte. Doch als es dann tatsächlich passierte, wurden wir von der Angst überwältigt. Das hatten wir nicht erwartet. Am Morgen waren wir wirklich froh, aufbrechen.